Wir. Moment. Wir haben so viele Punkte, die wir jetzt mal ein bisschen ausgeben könnten. Es fehlt nur noch eine mystische Kraft. Und das ist das Feuerschwert. Geil. Geiler Shit, Alter. Zack, zack, zack. Oha, das ist auch geil. Den brauche ich nicht wirklich. Also, was gibt es hier noch? Ausweich. Attacke. Schlitterattacke. Warum nicht? Noch eine Attacke. Was ist das? Verzögerungsschlag? Zack. Reitersprung. Vom Pferd aus. Oh ja, das wollte ich schon immer machen. Geil. Okay, aber das ist nur treten. Ich dachte, das wäre jetzt ein Ding. Ein Stealth-Angriff. Aber geht wohl nicht. Okay, wir haben noch 2 Punkte. Was haben wir eigentlich hier noch? Ja, das. Nee. Nee. Das. Alter, ich habe fast alles ausgebaut bald. Bei Geisterwaffen und so. Bei Geist. Hier habe ich fast gar nichts, ne? Die Kampfhaltung habe ich überhaupt nicht gepusht. Ich glaube, ich nehme das, die dritte Herausforderung. Obwohl ich bis jetzt nie geschafft habe, ich glaube eher, dass ich das nehme. Mehr Dinge, höhere Abklingzeit. Ja, da kann ich besser noch Pfeile schießen. Okay. Sehr schön. Mach's gut, Kenji. Okay. Wir sind in der Nähe von dem Ding hier. Dann machen wir das mal, würde ich sagen. Und befreien das Fort Imai. 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 Fort Imai. Das befreien wir jetzt. Und dann holen wir uns das Feuerschwert. Genau, das ist der Plan. Erstmal Ausschau halten, ob Bogenschützen irgendwo oben sind. Das ist ja riesig. Das ist ja mehr wie riesig. Keine Bogenschützen, doch da. Okay. Weg ist der Bogenschütze. Schauen wir mal. Vergiftete. Ist da drin einer? Legium Harsinta. Nein! Als Maul! Oh nee, Alter! Das hast du nicht! Ich hab einen Alarm geschlagen, immer echt. Ja,
Drüben sind welche. Hier bist besser. Was denn? Ganz ruhig. Alle da rumgammeln. Okay. Ich geh mal hier rein. Hey, ja, beruhigt euch. Scheint der Anführer, das Anführerzelt zu sein. Oh, was haben wir denn da? Ein mongolisches Artefakt. Chinesische Vase. Die sechs Jahrzehnte andauernde Eroberung Chinas durch die Mongolei begann mit Chinggis Khan Einfall in Westxia. Im Jahre 1205. China steht jetzt unter der Herrschaft Kublai Khans. China wurde damit zum ersten Mal in seiner Geschichte vollständig von einem fremden Herrscher erobert und regiert. Viele Chinesen sind jetzt gezwungen, die mongolischen Kriegsbemühungen zu unterstützen. Darum gelehrte Ärzte, Ingenieure sowie jeder, der wertvoll oder besondere Fähigkeiten vorweisen kann. Ah, ja. Deswegen steht hier eine chinesische Vase. Okay. Warte mal. Ah, da sind so viele. Egal. Der geht jetzt da rein. Spuckt ein bisschen Blut. Hey, du hast den ganzen Teppichboden versaut. Was soll denn das? Oh. Nein, besser nicht. Hallo. Okay. Jetzt kommen die wieder zurück. Ist klar. Sie haben mich gesehen. Aber ich glaube, sie wissen nicht, wo ich bin. Ach, komm schon. Kommen die? Klar kommen sie. Zack, zack, zack. Und zack. Oh, macht man das? Keine Ahnung. Da liegt ja eine Hand. Er hat seinen Arm verloren. Arme Sau. Okay. Jetzt gehen die mir schon mal nicht mehr auf den Sack.
sieht's mit dem da drinnen aus? Hat der den Köder geschluckt? Ich weiß es nicht. Ja, hat er. Sehr gut. Okay, dann weiter. In diesem Zelt war ich schon. In dem Zelt war ich noch nicht. War hier irgendwas? Ja. Perfekt. Wieder. Ja, Mann! Hier bist du besser. Das war. Ah, Mist, war zu früh. Warum? Wer hat denn jetzt Alarm geschlagen? Und warum? Mist. Verdammten Alarmschlager. Was bist du denn für einer? Warte mal. Das ist eine kleine Idee. Guck mal. Was? Was zur Hölle ist das? Ja, das bin ich. Zack. Zack. Was? Okay, hab ich gesagt. Okay, ihr wollt's ja wissen. Ihr wollt's wissen! Zack! So. Lol. Da drüben hab ich mal was mitbekommen. Okay. Ey, was? Warum? Die stehen einfach nicht. Oha, wie viele. Hui! Wow, wie die alle abgehen. So, er spuckt Blut. Was ist mit ihm, um Gottes Willen? Wo kommst du denn her? Das gibt's doch einfach nicht. Wo kommst du her? Kannst du mir das mal erklären? Los, zeigt, was ihr drauf habt. Als Maul! Ich bin der Geist! Los! Aua! Wo denn? Wo? Was hat
Verdammte Hund da oben. Ich treff den gar nicht und er trifft mich. Treffer! Wusste ich's doch. Okay. Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob ich alle besiegt habe, aber ich glaube schon. Eine weitere Flagge. Nee, da leben tatsächlich noch welche. Gibt's ja nicht. Ja, echt, ich habe alle besiegt. Okay. Na? Pfeile haben wir genug. Kann nur er sein. Halt. Er ist über alle Berge. Er ist schon ein bisschen blind. Achso. Okay. Da drüben ist auch schon wieder ein. Halt's Maul! Echt? Oha, sind es noch viele. Ich hab gedacht, ich wäre fertig. Ha! Da habe ich mich wohl geirrt. Hallo, ihr habt gehört. Ja! Zu spät gehört. Sehr schön. Da drinnen sind welche. In den Häusern. Geh nachschauen! Guter Junge, vergifte dich. Und... zisch! Was? Diesmal weiß ich auch nicht, warum das ist. Ja, Mann! Vergifte dich jetzt, Heilandzack! Danke. Ist noch hier. Na was? Wir müssen ihn finden. Ah Mann, ich wollte ihn erstechen. Durch die Tür. Na egal. Der Feigling ist noch hier. Der Feigling war noch hier. Jetzt ist er weg. So.
Diese Kackhunde. Mist, ich komme hier nirgends rein. Nur durch die Haupttür. Hui! Hi, hui! Arvo. Ah, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht stören bei immer, was du getan hast. In deiner Hose. Mit deinen Händen. Entschuldigung. Das ist kein guter Abgang, zu sterben. Mit seinen Händen in den Hosen. Tang, tang! Tang, tang! Okay. Wie viele Pfeile habe ich noch? Ah, 11 Pfeile, okay. Diese Scheißköter. Warte mal. Wo willst du denn hin? Danke. Ah! Was? Was war denn das? Das war nur ein Hund. Der andere Hund streift da unten. Oh, der hat sein, er hat seinen toten Hund gefunden. Was zur Hölle? Er kommt hoch. Hi! Schön, dass du hochgekommen bist. Hopp. Wo ist der scheiß Wuffi schon wieder? Ich höre dich. Ich weiß nur nicht, wo du bist. Okay, der wird gesehen. Was ist denn los mit dem scheiß Hund? Wo ist denn der? So geht doch. Wo läuft denn der jetzt hin? So, doch, der ist da unten. Nein! Nein! Ah, wieso? Da stand doch Dreieck dran! Ah, ihr kotzt mich an! Oh, schau! In deinen Schädel rein! Aua! Schon gedacht, da schießt jemand, aber nein. Noch ein Hund. Wie viele Scheißhunde hat dieses vor? Mist.
Einfach weggerannt wieder. Ja, egal. Okay. Besiege die Mongolen. Alles klar. Ich besiege die Mongolen. Ah. Und jetzt der Mongolenhund. Au! Ah! Ist Hund. So. Gut. Ich glaube, das war's mit den Mongolen. Okay. Ich wollte eigentlich schleichen, aber irgendwie hat's nicht geklappt. Naja, kann nicht immer klappen. Ich hole mir erst. Hol das Banner. Hab ich hier vergessen, echt? Sehr schön. Jawohl, wir haben das Dorf befreit. Ich glaube eher das Dorf. Sehr gut. Die Leute sind zurückgekehrt. Sehr gut, ein Technikpunkt. Endlich können diese Menschen wieder in Frieden in ihrem Zuhause leben. Gut. Okay. Das hätten wir abgeschlossen. Gut. Dann, Yuna? Ja. Auf geht's zu Yuna. Wenn die sowieso gerade um die Ecke ist, dann gehen wir zu Yuna. Hier! Geht's nicht raus. Wie soll ich von hier oben zu Yuna kommen? Ich weiß wie. Ich kletter einfach runter. Hopp! Komm! Du hast einen Weg nach unten gefunden. Find ich gut, KG. Zwar nicht Yuna. Yuna. Doch, es ist Yuna. Was ist hier passiert? Ich hätte hier nicht mit dir gerechnet. Ich würde gehen, wenn ich könnte. Wer hat das getan? Ein mongolischer Kriegsherr, Altan. Ich hörte schon Geschichten aus Utsuna. Er terrorisiert seine Umwelt, raubt Essen, Medikamente, löscht Familien aus. Und wenn sich jemand wehrt oder weglaufen will, wird er erlegt. Wie ein Tier. Einer alten Freundin gehört das Gasthaus da unten. Ich kann sie nicht hier lassen. Wir finden sie und werden den Kriegsherrn töten. Die Geschichte von Yuna. Das Gasthaus ist hier. Wer ist deine Freundin? Sie heißt Ichi. Ich kenne sie seit meiner Kindheit. Sie lehrte mich, wie ich überleben kann. Hast du sie seit der Invasion gesehen? Nein, schon seit Jahren nicht mehr. Okay. Beobachten wir das Gasthaus. Von hier drüben haben wir gute Sicht.
Dieser Mann könnte uns sagen, was uns drinnen erwartet. Sprechen wir mit ihm, bevor Sie zurückkommen. Alles klar. Aber als erstes nehme ich hier Windglocken mit. Ambus, Windglocken, wenn ich jetzt weiß. Ein Samurai? Was wollt ihr? Wir wollen helfen. Ihr solltet nicht hier sein, wenn die mich sehen. Wir suchen Ichi. Ihr gehört doch das Gasthaus. Habt ihr sie gesehen? Wachen! Hilfe! Was? Verräter! Es gibt Ärger! Ich bereit. Verräter, Penner, Elendiger. Soll das? Nein! So! Ichi! Ichi, wo bist du? Mist. Da, da ist sie. Oder? Ist sie das? Ist sie das, Yuna? Yuna. Ah. Ichi, du lebst. Warum seid ihr hier? Wir wollten dich retten. Du hast mich getötet, Yuna. Was? Ich machte die Invasoren betrunken und lenkte sie ab. Doch wenn man Altan berichtet, was ihr getan habt... Du hast mit den Mongolen gearbeitet. Um zu überleben. Du hättest kämpfen sollen. Und du hättest fliehen sollen, wie du es immer tust. Sie riskierte ihr Leben, um euch zu retten. Tut euch einen Gefallen, Herr. Haltet euch von ihr fern. Ichi, wir beschützen euch vor Altan. Sagt mir nur, wo ich ihn finde. Niemand weiß, wo er ist. Auch seine Männer nicht. Aber wenn ihr seine Aufmerksamkeit wollt... Sagt's mir. ...findet seine wertvollsten Verbündeten, die japanischen Sklavenmeister. Statuiert ein Exempel an ihnen. Dann findet Altan euch. Wer sind die Sklavenhändler? Fragt Yuna. Sie wird sich erinnern. Ich weiß nicht, was zwischen euch vorgefallen ist, aber sie will nur helfen. Yuna hatte ihre Chance. Hm. Ziemlich seltsam. Hat Yuna so viel Dreck am Stecken? Wer weiß. Was hat sie gesagt? Nicht genug. Wenn wir Altan aus dem Versteck locken wollen, müssen wir ihn provozieren. Der Geist schafft das. Wo fangen wir an? Bei Altans engsten Verbündeten. Japanische Sklavenhändler. Die Mamushi-Brüder. Ichi sagte, du kennst sie. Das dachte ich mir. Die drei Mistkerle haben einen Hof beim Fluss. Triff mich dort, wenn du bereit bist. Wir tun das gemeinsam. Das werde ich. Danke, Jin. Die Geschichte von Yuna. Abgeschlossen. Und ein Talisman.